Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir spielen gegen nur so, ach du Scheiße, nur so Nirvana. No so Y Nirvana. Ja. Wir haben einen Spanier. Ah, ich hätte lieber nach C5 gestellt. Egal. Ja, ich weiß gar nicht, wie man diese Stellung spielt. Ich glaube, am besten spiele ich die mit Springer B8. Oh, jetzt hängt E5. Scheiße, ey. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Komm, dann nehme ich jetzt raus. Ich spiele C5. D5 spielen, Läufer F6. Noch nicht, ne? Ich möchte aber nicht Läufer B7 spielen. Weil er dann einfach D5 spielt und dann bin ich vielleicht dicht. Aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Okay, jetzt kann ich D5 spielen. Ach, die Springer stehen auf B8, ich glaub's nicht. Tauscht erst die Damen? Warte mal. Ich bin ja E4. Dame D8. Turm D8. Ne, Läufer D8. Na, dann Läufer D8, später habe ich Springer C5. Na, jetzt Läufer E4 spielt. Läufer E4. Läufer E7, Dame E7. Hab ich jetzt eine Figur mehr? Normal habe ich jetzt eine Figur mehr. Okay, ich kann auch Turm E8 spielen. Springer D7. Jetzt kann ich C5 nehmen. Ah, fuck. E4. Ah, Mist. Egal, ich hab noch einen guten Bauern. Muss ich jetzt auch irgendwie durchbringen.
versuche ich meinen Springer auf C5 zu halten, deswegen spiele ich B4. Ich hätte Springer D3 spielen können. Springer C4, ja. Ach komm, spiel ich's jetzt. E3, Springer, Springer, Turm, König. Leider noch nicht gewonnen. E3, Turm E3, ich springe D1. Gut, das war mit einem kleinen Trick verbunden. Okay. Ich wollte eigentlich ein bisschen Action in dem Part, aber dann hat er mit E4 angefangen und ich war schon wieder total raus. Am besten hätte ich Drachen gespielt, glaube ich. Oh, hier hängt E4. Ne, den kann ich aber noch nicht nehmen, oder? Ach, ich weiß nicht. Wenn wir hängen jetzt E5. Hab ich. Ach. Schon wieder total vor uns, die Eröffnung. Okay, und D5. Oh, hier stehe ich schon sehr scheiße. Den wollte ich eigentlich. Den spielen. Ach, den muss ich ja nehmen. Oh. Ja, das wäre schlecht gewesen, mein Plan. Dame D8 muss ich Läufer D8 spielen. Weil wenn ich Turm D8 spiele, hat er Läufer E7. Das ist ein bisschen kacke. Deswegen Läufer D8 und wenn er dann Läufer E4 spielt, Läufer E4. Läufer G5. Okay, H6, Springer F3, Springer C6. Aber Springer D7 spielt immer C6, das ist immer blöd. Was, warum ist das gut? Ah, mein Turm hängt. Oh, ich habe echt gar nichts gesehen, aber er auch nicht. Einfach Springer C6, meiner F3. Ach so, er hängt immer noch da, wenn er den spielt. Turm D8. F3. Ah, cool. Meine Dame ist gedeckt. Ach, dann kann ich die Dame, den Läufer einfach wegziehen. Nee, die Partie war echt grauenhaft. Dafür habe ich das hier jetzt bestimmt gut gespielt. Ah ne, aber hier habe ich auch was übersehen. Hier Springer D3. Und einfach B2 ab. Ach, Springer C1. Ne, ich brauche jetzt eine Pause. Wir haben echt gar nichts gesehen. Dann dieser eine Trick, den er dann auch noch übersehen hat, hilft mir zum Sieg. Also eigentlich hätten wir beide verlieren sollen hier. Das war ja echt. Das war eine Nullnummer. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir haben fast die 2000 erreicht. Das erste Mal. Es geht auf die 2,5 zu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.